Hallo Welt, da sind wir wieder hier auf der neuen Normandie und wir wollen jetzt mit Tali sprechen. Tali hat ja etwas auf dem Herzen. Ich hoffe, wir finden sie auch. Das ist nicht Tali, das ist Grund. Aber laut Aufzugeintrag sollte sie irgendwo hier sein und ich glaube, hier sind wir noch nie drin gewesen. Überwachung benutzen. Ach so, wir können durchschalten hier sogar. Ja, das sind ja Standbilder. Das ist hochmodern. In Farbe. Das ist schon richtig, richtig gut. Tali, bist du gar nicht. Wie kommt's? Was hast denn du hier? Bloodpack-Helm untersuchen. Wunderschön, oder? Habe ich diesem korganischen Warlord Gesag abgenommen. War vor ungefähr 17 Jahren Chef vom Bloodpack auf Omega. War nicht mal ein Job. Der Typ hat sich nur gedacht, er entführt einen Frachter, auf dem ich als Anhalter war. Großer Fehler. Ich hab Gesag zum Kampf Mann gegen Mann provoziert. Hab ihm die Beine weggefegt, mir seine Knarre genommen und jedes einzelne Bloodpack-Schwein umgelegt. Hab noch nie einen so erledigten Korganer gesehen. Den Helm habe ich als Erinnerung an den Gesichtsausdruck aufgehoben. Ja, mit dir wollen wir jetzt nicht reden. Das heißt, eigentlich würde ich mit dir doch mal ein Wörtchen reden. Kannst du hier nicht aufräumen? Ist das deine... Hast du das hier gemacht alles? Oh, Gewehr. Hey, nicht anfassen. Das Gewehr ist älter als sie. Ich nenne es Jesse. Das ist mein Glücksbringer. Dem Gewehr sind mehr Männer zum Opfer gefallen als dem skyllianischen Angriff. Der Tag, an dem ich es in Rente schickte, war der traurigste Tag meines Lebens. Ich würde alle meine Waffen für eine einzige Mission mit dem rostigen alten Ding hergeben. Oh, oh, muss ich mir Sorgen machen. Was ist das hier, Schiffsmodell? Ach ja, das ist ein Modell der Verikan. Turianische Fregatte, ein tolles Schiff. Ich habe meine Mission geleitet, das Ding von innen heraus auszuschalten. Mit nur 5 Männern und ein paar Waffen. Keine Chance auf Erfolg. Aber wir haben's geschafft. Außer mir sind alle gefallen, hab also ordentlich abkassiert. Meine erste unmögliche Mission als Freiberufler. Hab seitdem viele gehabt, aber das Gefühl, wie das turianische Schiff auf den Planeten kracht, ist immer noch einmalig. Hm. Oh, du hast ja ein paar tolle Sachen hier. Und die Überwachung. Müllpresse, ach guck an. Über die Luftschleuse können wir dann Müll entsorgen? Da wird es rausgeblasen, zack. Ah. Wie jetzt? Und das wird ja gar nicht sauber. Was haben wir denn davon? Wir verschmutzen... Ja gut, wir sind Menschen. Wir verschmutzen das Universum. Ich weiß nicht, welchen Sinn das macht, aber gut zu wissen, dass wir sowas haben. Vielleicht müssen wir da irgendwann mal drüber fliehen, aber da draußen wird es etwas kalt sein. Ich weiß nicht, ob die Kälte unser größtes Problem da draußen sein wird, oder? Dass wir nicht atmen können, vielleicht. Moment, Tali, bist du hier oben? Tali! Hallo Tali, wie geht's dir denn? Wir speichern mal vorsichtshalber vorher. Shepard, ich habe ein Problem und brauche vielleicht Ihre Hilfe. Aber erst muss ich Sie noch etwas fragen. Ich muss wissen, ob ich Ihnen trauen kann. Die Sache könnte etwas mit der Sicherheit der Flotte zu tun haben. Cerberus darf sich nicht einmischen. Ich werde dafür sorgen. Sie haben mein Wort darauf. Falls nötig, kontaktiere ich den Unbekannten und sage ihm, dass er sich raushalten muss. Wozu? Er würde Sie anlügen. Es von Ihnen zu hören reicht mir. Ich habe gerade eine Nachricht von der Migrantenflotte erhalten. Der Admiralitätsrat beschuldigt mich des Verrats. Ich habe Angst, Shepard. Die Spinnen? Wer Sie kennt, weiß genau, dass Sie niemals Ihr Volk verraten würden, Tali. Ich weiß nicht. Solche Anschuldigungen werden nur vorgebracht, wenn die Beweislage erdrückend ist. Trotzdem danke. Ich weiß Ihr Vertrauen in mich zu schätzen, Shepard. Wie lautet die Anklage? Liegt es daran, dass Sie mit Cerberus zusammenarbeiten?
Ich arbeite nicht mit Cerberus zusammen, sondern mit Ihnen. Und ich wurde freigestellt, um wieder auf der Normandy dienen zu können. Ich habe keine Ahnung, was Sie mir vorwerfen. Ich müsste mich doch erinnern, wenn ich die Flotte wirklich verraten hätte. Was ist der nächste Schritt? Was geschieht, wenn ein Quarianer des Verrats beschuldigt wird? Es gibt eine Anhörung, bei der die Mitglieder des Admiralitätsrats als Richter fungieren. Mein Vater ist ein Admiral dieses Rats. Er muss sich für befangen erklären. Ich will mir gar nicht ausmalen, was er wohl gerade denkt. Die Strafe für Verrat ist Verbannung. Wenn ich verurteilt werde, kann ich nie mehr zurück. Tja, hat der Anklage... Sie haben also keine Ahnung, was man Ihnen genau vorwirft? Nein. Details solcher Anschuldigungen werden meist nicht über offene Kanäle verbreitet. Ich werde erst mehr erfahren, wenn ich bei der Flottille ankomme. Strafe? Was geschieht, wenn Sie für schuldig befunden werden? Wie gesagt, ich werde verstoßen. Einzelheiten bleiben den Richtern überlassen. Wenn die Tat als tragische Fehleinschätzung gewertet wird, bekommt der Schuldige vielleicht ein kleines Schiff und Vorräte. Nicht, dass das wichtig wäre. Bei einer Verurteilung sehe ich die Migrantenflotte in jedem Fall nie wieder. Verbannung? Das ist seltsam. Also kein Gefängnis? Keine Todesstrafe? Für lange Gefängnisstrafen haben wir gar nicht die Ressourcen. Überwachte Zwangsarbeit ist viel effektiver. Und für Hinrichtungen ist unser Volk einfach zu klein. Ein Verstoßener kann Kinder bekommen. Und die sind dann in der Flotte wieder willkommen. Wie oft kommt sowas vor? Wie oft kommt es vor, dass jemandem von der Flotte Verrat vorgeworfen wird? Sehr selten. Die Tat muss die gesamte Flottille betreffen, nicht nur ein Schiff. Die letzte Angeklagte war Anora Vanya Vasselani, eine Technikerin, die Verteidigungspläne der Flotte an die Batarianer weitergeleitet hatte. Dabei hatte sie gute Absichten. Die Batarianer hatten einen Vertrag für ein Upgrade unserer Systeme. Aber stattdessen haben sie die Verteidigungspläne an Piraten verkauft. Und was wurde aus ihr? Wurde sie verurteilt? Nein, sie hat einen Selbstmordangriff auf die Piraten gemacht und sie zerstört, bevor sie die Flotte angreifen konnten. Sie wurde begnadigt. Posthum. Hoffentlich muss ich meine Unschuld nicht auch so beweisen. Wie sieht der Prozessablauf aus? Wie läuft so ein Prozess ab? Wie schnell müssen Sie dort erscheinen? Sie warten eine Weile, damit ich kommen und mich verteidigen kann. Tauche ich nicht auf, findet der Prozess in meiner Abwesenheit statt. Was den eigentlichen Ablauf angeht, es ist weniger formell als ein Prozess auf der Erde oder auf der Citadel. Wir sind eine Familie. Und ein schlimmeres Familientreffen gibt's eigentlich gar nicht. Na gut, ja, dann werde ich helfen. Okay, suchen wir die Flottille. Ich wollte schon eine Passage auf einem anderen Schiff buchen. Ich dachte nicht, dass Sie die Zeit hätten, mir zu helfen. Danke, Shepard. Ich gebe den aktuellen Aufenthaltsort der Flottille in die Normandy ein. Die Admirale werden schon auf uns warten. Ja gut, das hört sich doch so an, als könnten wir da mal ganz kurz vorbeischauen und die Sache lösen, oder? Ja. Da gehe ich doch mal ganz schwer von aus. Und Kelly? Keine Nachrichten für Sie, Commander. Keine Nachrichten sind gute Nachrichten, also? Ach, wir sollten hier noch ein bisschen was scannen, oder? Haben wir schon alles gescannt? Oh, wo ist unser Schiff? Ach, da. Das hier können wir gar nicht scannen, oder haben wir schon? 100% steht da oben dran. Naja, gut. Hier ist wirklich nur noch das Vieh-Clio-System. Ich würde das ja schon ganz gerne mal scannen, dann. Aber das wäre noch zwei Systeme, das wäre noch einiges. Wir haben aber wieder einiges an Geld, also ja, komm, scannen wir das mal. Dann sind wir hier nämlich fertig. Och, da sind ja nur zwei Planetchen. Vieh-Clio. Und
Parnassos haben wir entdeckt. Auf Parnassos, einem sehr heißen Gesteinsplaneten mit starker tektonischer Aktivität, gibt es zahlreiche Vulkane. Oberflächenscans zeigen mehrere geothermale und solarbetriebene Kraftwerke, die die reichlich vorhandene Energie des Planeten abzapfen. In den Unterlagen des Zitadellrats gibt es keinerlei Berichte über Geschichte oder Regierung dieser Zivilisation. Da der Planet unweit des vollständig kartografierten und erfassten Syleen liegt, muss jemand Parnassos aus der Datenbank gelöscht haben. Entfernung zur Sonne 1,1 AE und Umlaufzeit 1,2 Erdjahre. Radius 5850 Kilometer, Tagesdauer 50,2 Erdstunden. Atmosphärischer Druck 4,71 Erdatmosphären. Oberflächentemperatur 158 Grad Celsius. Oberflächengravitation 0,8 Gramm. Okay, starten wir doch mal einen Scanner hier. 22 Sonden haben wir noch zur Verfügung. Und wir haben ein sehr hohes Vorkommen, wie man sieht. Sonde gestartet. Schwupp. Sonde unterwegs. Naja, vielleicht kommen wir ja mit 20 Sonden sogar hin, dass wir hier alles scannen können. Iridium. Na, ich glaube nicht. Das haben wir, glaube ich, noch nie geschafft. In noch keinem System, dass wir da mit einer Ladung Sonden irgendwie unterwegs ausgekommen wären. Naja, immerhin. Platin ist doch gut. Sonde gestartet. Immer her damit. Sonde gestartet. Starte Sonde. Na, das ist aber nicht mehr viel hier jetzt. Da müsste noch irgendetwas Größeres sein. Ja, bitte. Das wäre doch hoch. Starte Sonde. Ein bisschen daneben jetzt. Gelandet unsere Sonde. Na, das sieht doch gut aus. Sonde unterwegs. Iridium, was? Ja, bei einem mittleren Scannerergebnis, da sollten wir aber noch irgendetwas in großen Mengen finden. Iridium. Sonde gestartet. Abgebaut. Na, wunderbar. Das bedeutet, wir könnten es vielleicht wirklich schaffen, diesen unerforschten Planeten hier noch zu scannen. Also Kylen oder Kylen, der mittelgroße Wasserstoff-Helium-Gasgigant Kylen, verfügt über eine automatisierte Helium-3-Betankungsstation, was darauf hinweist, dass dieses abgelegene System früher bewohnt war. Seine Entfernung vom Massenportal und die veraltete Betankungsstation lassen jedoch vermuten, dass das System von jemandem erschlossen wurde, der nicht durch das Portal kam, sondern es bei einer unabhängigen ÜLG-Erkundung entdeckt hat. Kylen liegt innerhalb der Frostgrenze seines Sterns, wo sich Gasgiganten normalerweise nicht bilden. Man geht deshalb davon aus, dass es sich um einen extrasolaren Planeten handelt, der eingefangen wurde.
Entfernung zur Sonne 0,5 AE. Umlaufzeit 0,4 Erdjahre. Radius 38.920 Kilometer. Tagesdauer 12,8 Erdstunden. Oh, da wird mir schwindelig, wenn man da drauf steht. Wenn er sich so schnell dreht. Niedrig. Das passt uns doch ganz gut in den Kram. Na, was jetzt? Iridium Starte oder Sonde. Palladium? Beides. Palladium haben wir auch noch. Sonde unterwegs. Sonde unterwegs. Ja, das war jetzt nicht so perfekt reingeschossen, aber... Das geht schon. Sonde unterwegs. Das geht. Geht doch alles. Oh ja, hier ist doch... Hier Sonde ist doch gestartet. Was. Sonde gestartet. Sonde unterwegs. Ja, vielleicht schaffen wir es doch noch. Das letzte Platin hier Sonde abzubauen. Gestartet. Starte Sonde. Oh Mann. Mit drei Sonden kommen wir nicht mal weit, oder? Sonde unterwegs. Und abgebaut. Ja, immerhin, da haben wir es noch geschafft. Zurück, zurück. Alpha Draconis haben wir somit abgeschlossen und jetzt Phi Clio. Ich denke, da müssen wir Enoch müssen wir noch scannen. Erstmal Treibstoff kaufen, nicht, dass wir das noch vergessen. Und Sonden. So. Da es egal ist, ob wir 5 oder nur 3 Sonden kaufen, wir bezahlen immer diese 100 Credits dafür, lassen wir das bei 27 diesmal. Erforschen diesen großen Planeten hier. Goliath. Goliath ist ein Wasserstoff-Helium-Gasgigant, dessen Umlaufbahn relativ nahe an dem Massenportal des Systems vorbeiführt, was zur Entladung der Antriebskerne und dem Nachtanken von Helium-3 an automatischen Plattformen einlädt. Leider entfernt sich Goliath derzeit von dem Portal und das wird auch die nächsten 3 galaktischen Standardjahre so bleiben. Entfernung zur Sonne 4,8 AE, Umlaufzeit 10,5 Erdjahre, Radius 74.985 Kilometer, Tagesdauer 14,1 Erdstunden. Und wir scannen. Mittel also, ein mittelmäßiger Planet, was seine Elemente angeht, die wir bergen können dort. Sonde gestartet. Sonde gestartet. Einen höheren Ausschlag werden wir vielleicht auch gar nicht hier finden. Also etwas hier.
ein, Platin. Sonde gestartet. Sehr schön. Sonde gestartet. Na, da ist doch was. Okay. Sonde gestartet. Starte Sonde. Na, sollen wir so einen kleinen Huckel hier auch noch mitnehmen? Ja, komm. Sonde gestartet. Besser können wir es ja eigentlich gar nicht haben. Der Planet, der hängt ja schon direkt an dem Treibstoffdepot, also ein paar Credits haben wir ja auch genug, wie ich schon sagte, also starte Sonde. Starte Sonde. Sonde unterwegs. Sonde unterwegs. Da ist ja noch was. Ein bisschen Platin und... Sonde gestartet. Noch nicht ganz fertig. Sonde unterwegs. Starte Sonde. Geschafft. 13 Sonden, das heißt, wir können schon wieder nicht so viele einkaufen. Aber ein paar schon. Auf zum Unerforschten. Mizraim. Mizraim ist ein kleiner Gasgigant, hauptsächlich bestehend aus Wasserstoff und Methan, um einen Gesteinskern herum. Von der Zivilisation von Joab ist auf Mizraim selbst keine Atmosphäre, Exosphäre mehr vorhanden. Aber Trümmer im Orbit des Planeten deuten darauf hin, dass dort künstliche Satelliten installiert worden waren, die dann zerstört wurden. Entfernung zur Sonne 1,2 AE, Umlaufzeit 1,3 Erdjahre, Radius 17.932 Kilometer, Tagesdauer 10.009 Erdstunden. Nein, Quatsch, 10.019 Erdstunden, 10,9 Erdstunden, so. Da war ich gerade ganz woanders, was mit dem Gedanken? Atmosphärischer Druck, 1,9 Erdatmosphären und Scanner starten. Ja, er träumt schon von blauen Planeten hier. Palladium, so ein bisschen sollen wir mitnehmen. Starte Sonde. Aha! Wie schön! Sonde gestartet. Wobei ich glaube, dass wir so langsam auch fast schon genug Element Zero haben. Oh, ich glaube, davon kann man nie genug haben. Da ist doch noch was. Element Zero. Sonde gestartet. Ja, wenn man danach gehen könnte, alle blauen Planeten enthalten viel Element Zero.
Doch so funktioniert das nicht nach Farbe. Na, das ist entweder zu wenig oder... Naja, komm. Sonde unterwegs. Sonde gestartet. Starte Sonde. Sonde gestartet. Sonde gestartet. Starte Sonde. Starte Sonde. Sonde gestartet. Sonde unterwegs. Sonde unterwegs. Ach, abgebaut haben wir schon. Ja, dann haben wir jetzt die letzte Sonde. Ja, gut. Ein bisschen was haben wir auch gefunden. So, dann können wir doch noch mal ein paar Sonden einkaufen. Und zwar genau 15. Aufi zum nächsten Planet. Zum nächsten Planeten. Der da ist... Laban. Laban ist eine Wüstenwelt, in der ein Ozean glühend heißen Eisenoxids nach dem anderen die marmorartigen Klippen langsam abträgt. Die Atmosphäre des Planeten ist dicht und besteht aus mehreren Schichten mit signifikantem Sauerstoffanteil und einer oben liegenden Heliumschicht. Anfangs entdeckten Forscher aus dem Orbit nur Iridium-Exosphären und machten erst später eine erstaunliche archäologische Entdeckung. Das Iridium kam aus Bunkern auf der Oberfläche, die von der Waffe eines Schlachtschiffs getroffen worden waren. Die logische Schlussfolgerung daraus war, dass die Zivilisation von Joab Laban erreichte und dessen Außenposten hier zerstörte, um die Auslöschung komplett zu machen. Entfernung zur Sonne 0,6 AE, Umlaufzeit 0,5 Erdjahre, Radius 7658 Kilometer, Tagesdauer 24,3 Erdstunden, atmosphärischer Druck 14,91 Erdatmosphären, Oberflächentemperatur 384 Grad Celsius, Oberflächengravitation 1,8 Gramm. Ja, hier gibt es viel zu finden, wie man sieht. Und scheinbar sogar Element Zero. Ja, dann fangen wir doch damit mal an. Ah, das war aber gerade ein höherer Ausschlag irgendwie. Starte Sonde. Sonde unterwegs. Aha.
Element Zero. Sonde unterwegs. Ja, das nehmen wir doch gerne. Immer mit Platin. Sonde gestartet. Sonde unterwegs. Da ist doch auch noch Element Zero mit dabei, irgendwie. Sonde gestartet. Gar nicht schlecht. Echt nett. Sonde gestartet. Starte Sonde. Sonde unterwegs. Sonde unterwegs. Mhm. Niedrig. Ja, da sind wir aber dann scheinbar irgendwo dran vorbeigegangen. Ab und zu gelingt es uns ja, dass das auch von mittel auf abgebaut springt. Aha. Und vor allem auch Element Zero. Sonde unterwegs. Also ein bisschen Element Zero wäre hier doch vielleicht. Starte Sonde. Sonde unterwegs. Abgebaut. Da haben wir, Moment, eine Sonde können wir hier noch wegschmeißen, dann können wir doch besser einkaufen. Ja, werfen wir hier noch eine hin. Sonde gestartet. Den nächsten Planeten werden wir in dieser Folge nicht mehr erforschen, aber in der nächsten dafür. Diese Folge ist am Ende. Ich darf mich bedanken für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.